Hallo, wenn Sie eine Immobilie erworben haben, ist die wichtigste Frage, wie wird sie finanziert? In der Regel haben Sie ein Darlehen bei einer Bank aufgenommen oder Sie werden eins aufnehmen. Dann spielt die Frage der Zinsbindung eine Rolle. Es ist immer wieder eine Frage, eine der Persönlichkeit, habe ich eher ein bisschen Risiko, gehe ich eher auf Nummer sicher oder bin ich total sicher und möchte 20 Jahre Laufzeiten haben? Ich persönlich gehe gern dazu über, mein Darlehensvolumen, wenn ich eine Immobilie erwerbe, zu dritteln. Ich nehme ein Drittel 5 Jahre Laufzeit, ein Drittel 10 Jahre, ein Drittel 15 Jahre Laufzeit. Dadurch bin ich flexibel. Die meisten guten Banken spielen dieses Spiel mit. Und sollte irgendwann mal eine Erbschaft eintreten oder ein größeres Einkommen da sein, dann kann man auch schnell mal diese 5 Jahres Laufzeit früher tilgen, höher tilgen. Demnächst links Also abbiegen. überlegen Sie sich gut, im Endeffekt geht es darum, wie ist Ihre persönliche Einstellung zur Sicherheit und zu dem gewissen Risiko, das natürlich existiert, wenn wir heute unsere Niedrigzinsphase mal hochkalkulieren. Stellen Sie mal vor, Sie haben einen 10-Jahres-Zins und nach 10 Jahren ist der Zins dreimal so hoch, was überhaupt kein Problem sein kann, also dass es so sein kann. Sichern Sie sich ab. Zinsbindung ist das Wichtigste überhaupt, um was es im Moment geht. Nach 300 Mein Metern Name ist links Thomas in Neubau. den Zimmersmühlenweg.